Und fühle mich auch in vielen Ländern zu Hause, aber für mich ist Berlin meine Heimat und das ist eigentlich auch der Ort, an dem ich leben will und von hier aus dann die Welt entdecken. Das hat er schon für sein neues Album getan. Ob Stockholm, Los Angeles oder Holland, all diese Orte haben ihn inspiriert, hier sind seine Lieder entstanden. Mit 14 Jahren schreibt Finn Martin seine ersten Songs, studiert später Musik in Berlin und reist mit seiner damaligen Band Asher Lane um die ganze Welt. Nun stellt er sein Soloalbum vor, exklusiv für die treuesten Fans. Also ich kenne Finn schon seit einigen Jahren, seit 2006, schon damals mit seiner Band Asher Lane. Und mir gefällt einfach sein Auftreten, seine Natürlichkeit, aber trotzdem auch sein Style. Finn ist total ehrlich. Der macht so tolle Musik, ohne irgendwie sich an anderen Sachen zu orientieren, sondern er ist einfach er selbst. So viele weibliche Fans, doch ist ein Typ wie Zuschauer vom RBB für mich anrufen würden heute. Seine Fans will der Berliner übrigens in einen Koffer packen und mitnehmen nach Schweden, wenn er es denn bis dahin schafft.